So. Ja, sehr interessant hier. Viele junge Leute, mehr als in Schwerin, ist ja erstaunlich. Als wenn es hier was umsonst gäbe heute. Kann aber ja nicht sein, ist ja alles zu. Schon merkwürdig. Aber gut, Ostdeutschland ist halt nicht Westdeutschland. Das ist so. Ostdeutschland ist Ostdeutschland und bleibt Ostdeutschland. Oh, hier hat wieder eine Sache pleite gemacht. Tja, so geht die ganze Wirtschaft den Bach runter. Und die Merkel denkt nur daran, dass sie noch weiter das Volk verblöden will. Das ist alles, was sie denn sagt, die Frau Merkel. Kann ein Volk sich nur so verblöden lassen? Ne? Das hätte es nach vor der Wende gar nicht gegeben. So. Ja, man sieht es schon, jede Menge geschlossene Läden seit Monaten geschlossen. Ja, während in anderen Ländern schon wieder geöffnet wird. Hat Frau Merkel sich dazu durchringen lassen, dass im März die einen Geschäfte da geöffnet haben. Und dann wundert sie sich, warum die Leute von Stralsund bis Schwerin stunk machen, das wundert einen schon. Dafür, dass sie aus Brandenburg ist, kann einen das schon verwundern. Selber aus dem Osten und tut so, als wenn sie die Probleme der Ostdeutschen nicht versteht, das ist bemerkenswert. Bemerkenswerte Dummheit seitens von Frau Merkel. Und dann meint sie immer mit ihren Möchtegern-Auftritten, können sie das Volk umstimmen. Ja, das kann sie man alleine denken. In Parchim und in Schwerin wird sich daran nichts ändern, Frau Merkel, an der Einstellung der Leute. Da können Sie lange drauf warten. Da kann die Frau lange drauf warten. Naja, so ist das eben. In Ost- und Westdeutschland ist es trotz 30 Jahre Wiedervereinigung, gibt es eben noch eklatante Unterschiede. Daran ändert auch die Wiedervereinigung nichts. Oh, hier haben sie das nett gestaltet. Dann wundern sich die jungen Leute, warum das in Rostock anders aussieht als in Hamburg. Ja.
weil das eben so ist. Ja, hier haben sie eine Apotheke, da haben sie ihren Rewe, da ist Family.